Ja, liebe Leute, eins der letzten jetzt fünf Spiele gewonnen. Das war der Sieg in Barcelona mit dem Meistertitel am Ende. Alles andere verloren. Die beiden Spiele gegen Real 1:6 insgesamt verloren. Jetzt ist Champions League angesagt. Jetzt kommen sie nämlich alle nach und nach. Jetzt haben wir nämlich Menu, dann haben wir Girona, dann haben wir schon wieder Manchester. Ich möchte gerne irgendwie mal einen Titel jetzt noch. Ich will jetzt mal wieder ein Spiel irgendwie mal gewinnen. Es ist jetzt gerade ein bisschen der Wurm drin. Ist halt so, leider. Warum auch immer. Es ist gerade so ein bisschen der Wurm drin, ja. So, ich werde jetzt so ein bisschen rotieren müssen, leider. Also, was heißt, ich werde das Fitness ein bisschen rotieren müssen. Ja, guck mal, diese Dings ausgestellt bekommen. Es ist Halbfinalzeit in der UEFA Champions League. Heute das Hinspiel. Zwei Mannschaften, die nur noch einen Schritt vom großen Ziel entfernt sind. Wir sind live dabei hier im San Mamés. Bleiben Sie dran. Hallo liebe Fans hier aus dem Estadio San Mamés, wo es derzeit regnet. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu dieser heutigen Begegnung. Am Mikrofon sind heute wieder mal Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Und auf dem Programm steht das Halbfinal-Hinspiel dieses Wettbewerbs. Athletic Bilbao gegen Manchester United. Halbfinal-Hinspiel und das ist ein Kracher. Zwei Teams, die, welche Überraschung, ins Finale wollen. Die sich auch heute wahrscheinlich wieder etwas ganz Besonderes ausgedacht haben. Es ist ein spannendes, ein hochinteressantes, ein offenes Duell. So, auf geht's. Wir wollen in Manchester gewinnen. Wir haben hier im. Wir haben wollen zu Hause gewinnen, so rum ist es richtig. Wir müssen diesmal zu Hause vorlegen. Wir haben hier in der Gruppenphase 4:4 gespielt. Und in Manchester 2:1 gewonnen. Also das, was wir in der Gruppenphase mitgenommen haben, würde ich heute jetzt unterschreiben, dann wären wir nämlich im Finale. Aber so, wieder ein Hier englischer sehen Club wir nach die City und Chelsea, jetzt auch United. Aufstellung von Bilbao. Bei Ihnen sehen wir das 4-4-2 als Formation heute noch. Na Das dann, Rückraum auf erneuert. geht's! Mittelfeld, links und Nach den beiden rechts. Niederlagen gegen Müller. Real, der Champ, der Meistertitel, beziehungsweise der Sechser für Pokaltitel die ist futsch. Defensive und einer für die Offensive. Eigentlich wollte ich alle Titel gewinnen zum Abschluss, das ist jetzt nicht mehr möglich. Meistertitel Müller ja, für aber die beide Offensive. Pokalwettbewerbe weg. Casemiro. Und jetzt hoffe ich, dass wir den dritten nicht Müller auch nach noch vorne verlieren. geht. Das wäre gefährlich geworden. Marco Verratti. Aha. Rashford. Oh, gefährliche Szene. Da können Sie vom Glück sagen, dass da nichts draus geworden ist. Ecke Ecke Man United. für Die kurze Kötschü. Variante. Da ist er da. Er steht Diesmal ist gut er und läuft den diesmal Ball. Hammann. So, das gibt Was sagst du Gelb Marcus Rashford im gegen heutigen Spiel zu Davis. Buschi? Auf wen müssen Sie besonders aufpassen? Mit Fernseh Es Davis ist die mit Gelb, Tat am Schuss. oder? Gar nichts? Komm, Schiri, da kann doch mal Geld geben. Also, der hat den schön weggesetzt gerade. Geht dazwischen und hat den Ball. Rashford. Mit tollem Timing gehen Sie da dazwischen. Jetzt haben wir ihn. So, Da wäre jetzt Maurice. Platz. Heute mal drin im Kader. Mal einer mit Geschwindigkeit. Und das war's. Nein, kann jetzt was entstehen. Wird das was? Ja, das wird gelb Abseits geben, oder? Jetzt Nee, die doch nicht. Eingabe. Damit ist dieses. Der hat Nein, gelb. es Das gibt ist einen jetzt ein Elfmeter. Freischuss für uns auf der guten Position. Muniain. Ah, und der Rea, der mittlerweile vereinslos ist. Mit einer guten Parade. Abwehr muss aufpassen, sie kommen.
Oh, der Rea verhindert den nächsten guten Chancen. Aber momentan haben wir es ein bisschen mit der Chancenwertung. Die Ecke kommt. Machen Sie halbherzig, das könnte sich hier rächen. Momentan haben wir es ein bisschen mit der. Das war gegen Real schon so. Jetzt ist es wieder so, dass der Keeper gegen uns momentan so ein bisschen unter. Entschuldigung. David Alaba. Unter. Abseits? Ne, keine. Mit viel Platz auf außen. Zu Belja. Gegen Alfonso Davis. 27. Minute. Ecke kommt. Läuft. Ja, das ist keiner. Das ist gar keiner gerade. Ballgewinn jetzt von Manchester United. Anthony. Das könnte was werden. Der Zug zum Tor. Oh, da wäre auch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Schiri, der hat schon gelb. Das ist Varan. Ich habe die Nummer so spät, nie so schnell nicht erkannt. Er fängt diesen Ball ab. Rashford. Rashford mit Platz auf dem Flügel. Weg. Ja, momentan sind wir ein bisschen gerade in der Krise. Williams hat das letzte Tor im Spiel getroffen gegen Real im Pokal. Aber halt. Ja, ist ein gefährlicher Steilpass. Er kann sie in Führung bringen. Jetzt haben wir das Tor. Merino 1-0. Verdiente Führung für Wimmer. Das Tor nochmal und es ist nicht zu übersehen. 1-0 Bilbao. Zu 0 Sieg wäre mal schön. Mal wieder. Man United ist im Rückstand, ist nicht der Spielverlauf, den sie sich erhofft haben. Dani Olmo. Iñaki Williams. Ah, Williams. Da hat er die Chance. Ah, der ist ein bisschen zu. Oh! Da ist der Winkel ganz spitz und dann trotzdem dieser klasse Ball, das war natürlich knapp. Aluminium verhindert hier den Treffer. Wieder mal Aluminium, das dritte oder vierte Mal jetzt im in der Helm von kürzester Zeit in dieser heute, also in dieser Aufnahme-Session. Nun Ferrati. Super gemacht, jetzt hat er den Ball. Er bekommt Hilfe. Eine Minute gibt's oben drauf. Da kommt die Hereingabe. Und Maurice, 2-0. Der Youngster aus Frankreich mit dem zweiten Tor. Hier sehen wir doch mal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst die Flanke und dann aus kurzer Distanz ist das stark gemacht. Wiederstellungsfehler Davis, die 2-0 Führung zur Pause, Fragezeichen? Ja. Pausenpfiff, der erste Durchgang ist vorbei. Yes! Haushoch verdient, weil 7:1 Torschüsse sprechen, glaube ich, für sich. Nach wie vor im Halbfinale Hinspiel der UEFA Champions League. Die Pause ist vorbei. Nun geht's hier. So, das kann man eine Gelb geben. Der nächste, der jetzt gelb sieht, ist Anthony. Die gelbe Karte. Die hat er sich mit der Aktion auch verdient. Ja, er hat auch schön zugetreten. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Ja, der Ball ist wichtig, dass der geklärt wurde. Also, zwei Gelbe jetzt gerade so ein bisschen. Mit Varan und. Aktion läuft weiter. Nach wie vor gefährlich. Chance zum Anschlusstreffer. Nee. Wunderbar abgetaucht. Klasse gemacht. Ecke kommt. Kurz ausgeführt. Es wird den auch Manu Sanchez resolut, aber gut, aber fair. Kurz ausgeführt. Muni ein diesmal gegen Anthony, der zweite jetzt mittlerweile. Gut verteidigt. Super fair und fair gelöst.
So, der Toni muss aufpassen, weil der hatte gelb schon gesehen und diese Aktion hätte, wenn er die berührt hätte, dann wäre es auch da die nächste gewesen. Oder wäre er mit gelb-rot geflogen. Die Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Sie können klären. Rashford. Jetzt Ferrati. So, Ballbesitz erzwungen. Zumindest erstmal. Casemiro. Sie bringen den hohen Ball. Hab dich. Aber erstmal wieder verloren. Gegen Kökçü. Schaffen Sie den Anschlusstreffer. Ja, klasse. Ball erstmal weg. Erstmal weg. Merino. Über die Außenbahn. Ganz weit rechts außen. Sie mal gegen Alfonso Davies. Merino ist vorbei. 3-0. Williams. In der Champions League scheint zu laufen. City wurde nach 4 geschlagen. Chelsea mit 9-3. Man führt jetzt 3-0 gegen United. Und zwar sowas von verdient. Also scheint wohl ein bisschen besser zu laufen gerade. So, jetzt geht Kökçü raus. Und mit dem 3-0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Williams übrigens mit dem dritten. Also wie gesagt, haushoch verdiente Führung hier. Für Bilbao. Davis am Ball. Jetzt können sie es machen. Nee. Ganz sicher. Ach, das war gar nichts. Da wollte ich. Gefährlich jetzt. Da geht er in Strafraum. Nein, da war nichts. Schiri, da war gar nichts. Nein, da war nichts. Der lässt sich doch fallen. Okay, war doch was. Nicht, dass ich mir jetzt wieder so ein Ding in das dann. Fuck, mit Glück, ey. 3-1, nur noch. Plötzlich wieder ein Gegentor. So unnötig aus dem Konzept gebracht. Erst an den Pfosten und dann dreht sich der Ball doch noch ins Tor. Also da hätte sie sich nicht beschweren dürfen, wenn es ein Fehlschuss geworden wäre. Schön vorbeigekommen. Nur weil Varane jetzt ein bisschen im Wege steht, nichts Gefährliches rausgekommen im Munir. Da ist Sancho. Da wäre Platz für den Konter. Also der Anschlusstreffer hat sich überhaupt nicht angedeutet bei. Rashford blockt den Schuss erstmal ab. Kein Tor! Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Es bleibt Olmo. Hier noch 8 Minuten. Oh, das könnte was werden. Olmo Williams, 4-1. Das muss nun endgültig gewesen sein. Noch ein Tor, sie legen noch einen drauf. Sie bleiben torhungrig. Zumindest diese weitere wieder 3 Tore Führung. Lege ich mich fest. United lässt sich wieder auskontern. Schaut uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie. Und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Martinez, er hat sich wenig zu sehen heute von ihm. Jadon Sancho. Auch von Sancho nicht wirklich. Aber wie gesagt, United hat die. Hat so ein bisschen sich wieder reingekämpft. Spiel ist nicht mehr auf der Uhr. 2 Minuten noch. Chance für Muniain. Ja! Schon sein drittes Tor. 5:1 in der Nachspielzeit. Wieder so ein Tor. Jetzt passt das mal. 4:4 für Bilbao gegen United.
So, wir wechseln jetzt ein bisschen durch. Oder 4-4 für Bilbao gegen United. So rum ist es richtig. In der Liga kann ich jetzt Gott sei Dank wieder ein bisschen rotieren. So, Hausaufgabe Teil 1 erledigt. Heimsieg gegen United. Auf das Rückspiel. Und eine bessere Ausgangslage fürs Rückspiel kannst du dir kaum wünschen. Ob sie das nochmal aus der Hand geben, kann ich mir nicht vorstellen. Ist die klasse Mannschaft. Und jetzt bitte nicht schon wieder Real. Ich will jetzt nicht den dritten, also die dritte Niederlage gegen Real Madrid bekommen. So, nächster Gegner, wie gesagt, es müsste Girona sein, wenn ich es richtig sehe. Das sehen wir uns dann in der nächsten Folge an, natürlich. Ihr kennt das mittlerweile. Ja, es ist Girona. Der Tabelle 18, 16. 16. ist es. Nachdem wir jetzt die vierte Saisonniederlage kassiert haben, ist 0 zu 3 zu Hause gegen Real Madrid. Tut jetzt natürlich nicht weh. Wir haben 16 Punkte Vorsprung immer noch. Also, wir haben den Titel und auch war Girona ist Tabelle 16. Genau. Und ja. Warte mal, jetzt gucke ich gerade mal ganz kurz eben nochmal schnell rein. Monatliches Score, den brauche ich jetzt nicht. Oder gut, ich würde sagen, wir machen Feierabend für heute. Warte mal kurz, ich werde noch mal kurz ein bisschen notieren. Weil ich glaube, da hat sich gerade jemand so ein bisschen für die Startelf empfohlen. Aber leider ist er auch noch nicht ganz fit zu 100% fit. Also, wir werden eh ein bisschen rotieren müssen jetzt. Weil Fitnessgründe, ihr wisst, dass ich gerne mit der Freundin mit guten Spieler gegen Real antreten darf. Gut, ich bin raus für heute. Wir sehen uns morgen, also in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder. Wann die rauskommen, die morgen oder am Montag, wenn ich es richtig im Kopf habe, rauskommen wird, weiß ich noch nicht. Nee, Quatsch. Naja, wie auch immer. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder dann in Girona. Tschüss.